Moinsen, liebe Leute, hier sind wir wieder. Tobi und André vom mit Schmackes. Nach längerer Abstinenz mal wieder hier. Genau, das letzte, was wir gemacht haben, war ja Friday the 13th. Das haben wir ja echt ausgiebig gespielt und aufgenommen. 60 Folgen hatten wir da, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, heute ein neues Spiel. Und zwar, André, hält's kurz hoch. Tada! A Way Out. A Way Out. Ich zeig's noch, vielleicht ist das so für die Kamera besser zu sehen. Ja, ja, A Way Out, ein Koop-Spiel von Joseph Fares. Joseph Fares kannte ich bis jetzt eigentlich nur durch Brothers Tale of Two Sons. Habe ich gerne gespielt, war cool. Aber halt ein Einzelspiel, sehr emotional, fand ich echt gut. Und ja, André kannte den vorher schon, ist so ein Filmmacher, ne? Ja, also Joseph Fares, ein libanesisch-schwedischer Filmemacher, der Mitte der 80er mit seinen Eltern halt aus dem Libanon geflüchtet ist, nach Schweden. Und ja, da hat er halt alles Mögliche gemacht und dann hat er nachher im Filmgeschäft Fuß gefasst, im schwedischen Filmgeschäft. Und ich kenne auch nur zwei Filme, das wäre einmal Yalla Yalla und einmal Cops. Genau, von Cops haben wir mal den Trailer gesehen. Und ich habe den auch in der Sneak damals gesehen halt, ne? Ja, stimmt. Und ich fand den seltsam und ziemlich cool. Und er hat jetzt halt, er hat sich dem Filmgeschäft eher jetzt abgewandt und produziert und führt Regie und schreibt Spiele. Ja, wir haben uns lange auf das Spiel gefreut, immer mal wieder die Trailer, die aktuellsten Trailer verfolgt. Guckt sie euch an bei YouTube, A Way Out Trailer, sehr coole Sachen dabei. Ja, endlich mal wieder ein Spiel, was wir auf der Couch zusammenspielen können. Das Spiel ist auch darauf ausgelegt, dass man es nur zu zweit spielen kann, also entweder auf der Couch zu zweit oder online zu zweit. Alleine kann man das gar nicht spielen. Finde ich sehr cool, sehr mutig, dass er das bei EA durchgekriegt hat und bei Sony. Aber ja, mal gucken. Ich hoffe, es wird belohnt und ich hoffe, es wird super. Ja, das hoffe ich auch. Und was ich auch noch sehr interessant finde, du sagtest es ja gerade schon, ein Spiel, das nur zu zweit geht. Ich bin da gerade am Überlegen in der Geschichte der Videospiele, wo es das gab, ein Spiel, das man wirklich, außer jetzt von Multiplayer-Titeln, aber das man wirklich nur zu zweit spielen Selbst kann. Selbst Pong ging allein. Ja. Da konnte man gegen eine Wand spielen. Aber wenn ihr eins kennen solltet von früher, schreibt es in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, genau. So, pass auf, wir quatschen jetzt einfach nicht mehr länger. Ein Novum gibt es noch. Wir starten das Spiel jetzt und nehmen direkt auf. Und bei den anderen Spielen haben wir es sonst immer gemacht, dass wir uns zumindest schon mal mit dem Menü vertraut gemacht haben. Aber wir vertrauen jetzt einfach darauf, dass wir da schnell reinfinden. Und ich hoffe, ich muss diese Ansage nicht in 5 Minuten schon wieder revidieren, weil es irgendwie total kompliziert ist. Gehen wir mal nicht von aus. So, wir starten und dann lassen wir uns mal überraschen, wie das Spiel so ist. Auf geht's! So, da sind wir im Startbildschirm. Oh, guck mal, da sieht man die beiden schon. Ja, das sieht aus, als würden die jetzt gleich so ins Gefängnis eingeliefert werden. Genau. Wir hatten uns im Vorfeld schon überlegt, wer gerne wen spielen möchte. Ich hatte angemeldet den, wie heißt der denn? Ich glaube, das ist Vince, ne? Oder ist das Leo? Leo ist der ohne Bart. Genau, der Impulsive, der mit den Mörderkoteletten, glaube ich, der hat so, ja, einen buschigen Bart, zumindest an den Seiten. Und André spielt dementsprechend Vince. Mhm. Wir hatten in den Trailern gelesen und in den Rezensionen und in den Interviews mit Joseph Fares, dass Vince eher so der kluge, taktierende, ruhige ist und Leo ein bisschen impulsiver, so, grobschlächtiger. So wie Tobi und ich halt. Ich so eher den Ach so. Okay. Ja, lokales Spiel. Ja. Oh, warte. Spieler 1. Okay, du müsstest beitreten. Ja. Donny, alles klar. Ich hoffe, wir haben jetzt auch die Untertitel. Achso, warte mal. Ja, gehen wir nochmal. Ja. Bei solchen Spielen ist es immer schwierig, wer wen spielt, finde ich immer. Das ist dann immer so. Ja. Dann müsst ihr das auch auswählen können. Wir müssen vielleicht auch gleich noch die Plätze tauschen. Also, sonst ist es nämlich blöd. Das ist mir beim Schneiden von einigen Spielen schon mal passiert, dass wenn ich beim Splitscreen auf der rechten Seite spiele, muss ich auf der linken Seite sitzen, weil sonst, wenn ich zu André gucke ich aus dem Bildschirm raus nachher im Video und das ist blöd.
So, allgemein. Machen wir aus, ne? Steuerung. Das wird sich so sehr erklären. Oh ja, alles klar. Ein Untertitel. Sehr gut, alles klar. Zurück. Gut, warte, übernehmen auf jeden Fall. Ja. Hast du nichts geändert? Oder? Ja, doch, wegen dieser Datennutzung weitergeben und so. Okay, so, lokales Spiel? Lokales Spiel. So, liebe Leute. Ja, ich trete bei. Wieso bist du... Nee, jetzt muss ich beitreten. Ja. Ach, weil ich jetzt angefangen habe. Ach, okay, hab. Vielleicht ja. Ist das jetzt die... Ja. Die Seiten, wo wir spielen. Das wäre natürlich gut. Ja. Weil wenn ich müsste jetzt rechts spielen, weil ich links sitze. Jetzt müsstest du nur den Charakter noch auswählen können, ne? Weil sonst, ich weiß nicht, ob rechts oder links Leo ist. Hoffentlich kann man das auswählen. Das wäre nämlich super cool. Okay, mach mal auf neues Stand. Ja. Neues Spiel. Okay, los geht's. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Ah, sehr geil. Das endlich mal. So, warte mal. Dann sind wir richtig. Die Straftaten. Bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung, schwerer Diebstahl. Strafbar ist 8 Jahre, davon 6 Monate verbüßt. Ich bin selbstbewusst, aufbrausend, sarkastisch. Vorgeschichte lesen wir jetzt nicht komplett durch, ne? Nein. Wenn ihr es lesen wollt, überfliegt das kurz. André liest mal seine Vorstrafe. Ja, also ich scheine ja der Gute dazu sein, aber bei mir steht noch Mord drin. Oh. Unterschlagung, Mord, 14 Jahre Haft. Aber ich bin rational, diszipliniert und auch zurückhaltend. Ah, ja? Okay. Ja, ich bin im Waisenhaus aufgewachsen. Alles lief fürchterlich schief, als ich einen berühmten Diamanten stehlen wollte. Jetzt muss ich aus dem Gefängnis entkommen und die Dinge für meinen Sohn, seine Frau und sich selbst gerade biegen. Ach nee, für meinen Sohn, meine Frau und mich selbst gerade biegen. Ja, und meiner wollte halt das schnelle Geld machen und dann ist er halt in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen worden. Sehr und er hatte einen Job als Bankensektor. Als was? Ein Bankensektor? Bankensektor? Habe ich auch noch nie gehört. Egal. So, ich klicke mal auf bereit. Ja, aber endlich mal ein Spiel, das das so macht, das ist ja schon eine gut. Ja, weil sonst bevor immer, ne? Sehr gut. Wie alt bin ich eigentlich? 36, du bist älter als ich. Wie im realen Leben. Ja. Passt doch. Okay, bis jetzt gefällt es mir schon mal. Ja, ich fand's auch gut. Grafisch sieht es schon mal gut aus und ja, auch so, dass man das schon so alles auswählen kann. Das ist endlich mal ein bisschen Luxus. So muss das. Ja, er legt ganz schön, aber... Ich gehe mal kurz aus dem Bild und gucke mal was. Oh. Geht los? Ja, geht los. Oh, sieht gut aus. Da ist er, Joseph. Fuck the Oscar Ferris, das hat er mal gesagt. Beim Games Award Geschichte. Wo der Moderator so fassungslos war, ne? Mhm. Jetzt sehe ich ein bisschen fremdgeschämt, aber ich fand's cool. Ja. Okay, das sind sehr cineastische Credits, Opening Credits, finde ich sehr cool. Stand da eigentlich schon eine Jahreszeit, wann das spielt? Nee. Irgendwie nicht, ne? Also ich schätze, das müsste 70er, vielleicht 80er sein. Ja. Kann man jetzt schlecht sagen. Close the gates. So sehen die Schulbusse auch in Amerika aus. Noch immer. Aber nicht schwarz. Nee, aber so von der Form, ne? Ja. Ach ja, genau. Genau. Im Trailer hatte ich gesehen, dass... Also jetzt wird Vincent scheinbar in den Knast gebracht und Leo ist zu der Zeit schon da. Der ist schon im Knast. Ah, okay. Und er scheint irgendwie vielleicht Ende der 70er zu sein, weil allein an dem Hemd unter der braunen Lederjacke. Ich glaube, das war den... 76, 77 bis Ende der 70er angesagt. Ah, könnte sogar auch schon 60er sein. Oder so. Also die Aufmachung sehr cineastisch. Ja. Die Kamerafahrten, das Film, finde ich gut. Ja, das ist das, was uns gefällt. Das ist das, was uns gefällt. Prost. Ah, da bin ich. Cool. Oh, sehr geil. Geil!
Okay, ich schau mal. Okay, Aufteilung ist richtig, ne? Ich sitze links, spiele rechts. Ich spiele zwar lieber, eigentlich lieber links, aber ist egal. Ja, das muss man sich dran gewöhnen, ne? Aber für die Aufnahme machen wir alles. Okay, also das ist Gehen und das ist Laufen. Kann ich die verhauen hier? Ah, Zoom ist L2. Okay. Was ist Rennen? Was hast du da? L3. L3? Aber meiner kann im Moment noch nicht rennen. Vermöbelst du schon? Fängst du schon an, zu vermöbeln? Ich werde hier geschubst, guck dir den mal an. Ja, ich auch. Und er sagt, geh mir aus den Augen, Sträfling. Ich glaube, das war ein Busfahrer, was könnte auch ein Strafzugsbeamter sein. Aber guck mal bei mir, der hat ganz schön viel Geduld. Ja, bei Uncharted wäre das jetzt so, hätte der dich nach dem dritten Mal erschossen. Ne? Flynn. Ja, Flynn, ja. Okay. Also ich kann noch nicht rennen. Ach so, ich kann hier gucken. Ah, warte mal. Ich sehe dich gerade reingehen. Echt? Wo bist du? Ja, ich, oben. Oh, warte mal, guck mich mal an. Da! Ja. Oben rechts, genau. Ja, geil. Oh, das gefällt mir. Ja, ich finde das auch gut. Da läuft er. Aber... Kann ich runterspucken oder so? Hey, du wirst bald mein bester Kumpel. Also hoffe ich jedenfalls, ja? Ich dachte, das bin ich schon. Ja, ach so, du meinst im Spiel. Im Spiel. Oh, warte, ich kann den hier ansprechen. Oh, ich kann hier eine Tür aufmachen. Hey, are you okay? What do you want? Oh, da kann ich mir was aussuchen. Geil, da wird gekloppt! Ich hoffe, da komme ich gleich. Boah, geil. You think I'm weak? You think I'm a pussy, huh? Well, you're wrong if you do, because I fuck people up. I fuck them up real good. Got that? Yeah, I'm sure you do. Good luck. Okay, ich führe gerade Konversation. Ich versuche gerade einen Häftling, einen Mithäftling aufzumuntern. Ich versuche hier einen Mithäftling aufzumischen. Oh my god, man. This place is bad. It's really, really bad. I don't know. I can't survive in here. I don't belong in here, man. Oder warte. Was weißt du? What is it you know about this place? It's bad news, man. Bad fucking news. Really? You serious? Worst mistake of my life getting my ass chucked in here. The worst mistake. Okay, mein Dialog ist extrem leise. People fight in here every damn day. It's way too crazy in this joint. You're up. Get in there. Oh, das sieht so cool aus, wie kann man Leo ist ein sehr trockener Typ. Gewöhn dich dran oder du bist hier nicht im Urlaub. You're not on a vacation. This is a fucking prison. Look, dude, I don't want any trouble. Just leave me alone. Relax, I'm just trying to toughen you up. Oh man, I'm not the tough type. No shit. Ist Leo Italiener oder so? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, kann sein. Hat vielleicht noch geklärt. Ja. Oh, warte, hier, erinnerst du dich noch an Blues Brothers? Nicht die Linie übertreten, da musste er dann so... Ich muss mich eintragen. Ich checke ein. Okay, ich gucke mich hier mal um. Also Grafik sehr einfach gehalten, aber trotzdem ganz cool, finde ich. Ja, also, aber für einen Indie-Titel, ne? Ja, also, ja, klar. Okay, kann ich hier nicht irgendjemanden verhauen? Hier, den verhaue ich jetzt. Also jetzt, genremäßig ist es jetzt so ein bisschen wie Quantic Dream Spiele, gerade im Augenblick, so, ne? Also so die Anfangssachen, wo man sich so umsehen kann mit den Leuten. Auf zu quatschen, ich hab einen Dialog. Hey, what's up with you? Having the best day of my life, man. I'm telling you, best day ever. Really? Mine too. So you got beat up and robbed as well? Yeah, twice. For breakfast. Really? Of course not. Who do you take me for? Okay, jetzt muss ich mit dem Wachmann hier reden. Kann ich hier rausnehmen? Oh, ich muss mich... Ich muss mich auch ausziehen. Aber ich will mich nicht ausziehen. You're clear. Okay, ich habe keine andere Wahl. Oha. Ich kann mich jetzt hier hinsetzen. Aber ich will nicht sitzen. Und du ziehst dich da aus, ja? Ich zieh mich gerade aus, ja. Vor den Busfahrern. Ich will so schnell wie möglich rein, weil dann sehe ich dich ja. Hier, ich mach gerade einen auf Ani in Terminator 1 und 2. Ja. Und mehr Terminator. Boah, was für ein Mann. Boah, das sieht jetzt nach Rambo aus. Boah. Ja, ich werde mit einem fetten Schlauch abgespritzt. Also ihr seht es selber, nicht was ihr jetzt alle denkt. Alter, mach die Tür auf da! Oh, ich kann was sagen. Man achtet aber auch echt vermehrt auf seine Sache, ne? Ja. Es ist echt so. Also,
Tobi und ich haben auch schon gesagt, wir werden es auf jeden Fall nochmal spielen. Oh, ich sehe uns das auch mehrfach, also mehrfach. Ja. Oh, oh, oh! Jetzt geht hier die Action ab. Hier. You two, break it up, now. Oh. Nein! Ich glaube, das hat ein Nachspiel. Ich will den verhauen. Ah, wir müssen bestimmt noch die Gelegenheit haben. Warte mal, warte mal. Ah, jetzt kann ich gleich runtergucken. Das habe ich im Trailer gesehen. Ja. Oh hier, der klassische Gefängnis. My name is Williams, and this is my prison. Any questions? Yeah. When are we allowed visitors in here? Oh, doofe Frage. Ein Arsch. So werden die Dinge in Amerika gemacht. Any other questions? Good. Noch immer. Welcome to your new home. We're done here. You heard it, man. Move out. We don't have all day. Go, 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 go. Ah, ich glaube, ich gehe zurück. Ja, guck mal, ob du mich sehen kannst. Ja, ey. Ja, warte, ich gucke. Ja, ich sehe dich. Nee, das bist du gar nicht. Doch, das bin ich. Echt? Ja, da oben? Hi. Ja. Na? Geh lieber weg. Der Typ ist komisch. Der ist nackt. Ah, die haben das Ganze geguckt. Hier, man kann sein. Er hat da seine Klamotten vor. Ah, alles richtig gemacht. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum das Spiel ab 18 ist. Ja, wegen ja. der Anfangsszene. Ja, weil der nackte Arsch zu sehen. Ja, genau. Das glaube ich wirklich. Ja. Also, das hat mich ja so überrascht. Ich hätte gedacht, das wäre ab 16. Ja, stimmt. Warte mal, ist das meine. Nee, ich kann mit dem Typen reden. What's up with you? Meditation, man. What the hell is that? It'll set you free. Okay. Oh yeah? You don't look free to me, man. I'm free, man. You don't get it until you try it. You want me to show you how? Nah, not my thing. Okay, so... Good luck with your freedom in there. Peace, man. Okay, also man kann aber schon recht viel interagieren. Ja. Hey Leo, so let's go. Get your shell. Get yourself a new neighbor. Get dressed. Okay. Hier hat mir ein Typ gerade gesagt, dass ich scheinbar einen neuen Nachbarn habe. Okay. I couldn't care less. Ist mir scheißegal. Later. Also, see you around. So. Ich ziehe mich. Ich schätze, wir treffen uns gleich in der Zelle, was? Ich muss mit dir eine Zelle teilen. Let's go. Inside. Hey, relax. Zelle. Ach nee, doch nicht. I said do it. Go! Hey, take it easy, man. Oh, nebeneinander, wir sind zählen Nachbarn. Wir sind nebeneinander. Wir fast wie im richtigen Leben, ne? Ja. Gefällt mir bisher ja. richtig gut. Ja. Mir auch. Ich spiele bestimmt Rugby auf dem Hof. Hey Leo. What? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. It's over there. That's all I know. Aber mir gefällt das. Mir gefällt auch die Aufteilung. Das ja. finde ich gut. So, nach der Einleitung würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter, machen hier jetzt einen Schnitt. Ja. Ne? Und dann gucken wir mal, wer hier mit mir reden will. Ob du mit mir reden willst? Wahrscheinlich nicht. Du hast im Knast noch nicht so viel zu sagen, dass du sagen könntest, hey, geh mal Leo holen. Ich will mit dem reden. Ich glaube, hier dein Leo, der hat auch schon genug Schwänze hier gelutscht im Knast, dass er sich auch einiges erlauben kann. Niemals! So, alles klar. Bis gleich dann. Bis gleich.